Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind jetzt in der Reihe Kommentarcheck und wow, da war ja einiges zusammengekommen bei den rotierenden schwarzen Löchern. Da gibt es also einiges dazu zu sagen, das machen wir jetzt. Hier haben wir einen recht kritischen Kommentar gehabt von Ach übrigens und er hatte moniert, dass nicht alles gut erklärt wurde in dem Video. Natürlich habe ich dann eben argumentiert, ich hatte ihn ja auch schon geantwortet, gibt so ein Video dann nicht so viel her, wenn man in 26 Minuten was erklären möchte, kann man nicht in die Tiefen der allgemeinen Relativitätstheorie hinabtauchen. Aber ich muss sagen, unterm Strich hat er schon recht, es gab einige gute Argumente, die ich weggelassen habe, die gute Argumente sind, dass schwarze Löcher rotieren müssen. Eines, was ja im Video drankam, was ja auch hier nennen, schwarze Löcher rotieren, weil ihre Nahrung rotiert. Genau das ist nämlich der Fall. Es fällt Materie in das schwarze Loch hinein. Die Materie besitzt Drehimpuls. Dieser Drehimpuls kann nicht komplett abgeführt werden und wird deshalb auf das schwarze Loch übertragen. Deshalb hat auch das schwarze Loch Drehimpuls und rotiert immer schneller. Und wir wollen nochmal ein paar Argumente anschauen, die eben auch sehr gute Argumente sind aus astronomischen Beobachtungen, weshalb schwarze Löcher rotieren müssen. Wir sagen jetzt hier etwas mehr zu der Rotation um schwarze Löcher, nämlich von Körpern, die um das schwarze Loch kreisen. Ich möchte jetzt ein bisschen darauf hinaus, wie nah kann ein rotierendes Objekt an das schwarze Loch heran? Das unterscheidet sich, ob das schwarze Loch rotiert oder nicht rotiert. Und es unterscheidet sich auch, ob das schwarze Loch im Gegenuhrzeigersinn rotiert oder im Uhrzeigersinn relativ zu dem Objekt, was da angeflogen kommt. Es geht bei dem Ganzen, wenn man das berechnen möchte, um Potentialtheorie. Das ist auch zum Beispiel bekannt in der Kernphysik. In der Kernphysik ist es auch so, wir haben hier so einen Potentialverlauf, das ist diese rote Linie. R ist der Radius, der Abstand vom Atomkern in dem Fall. Und hier sehen wir, dass das Potential erstmal anziehend wirkt, das heißt, es geht hier in den Keller. Dann geht es aber steil in die Höhe. Man spricht von einem abstoßenden oder repulsiven Potential, also etwas, was hier angeflogen kommt, rennt hier gegen die Wand und kann nicht weiter rein in den Atomkern hinein. Interessanterweise können wir diese Potentialtheorie nicht nur in der Kernphysik anwenden oder in der Teilchenphysik, sondern sogar in der Astronomie. Wir reden ja hier von Gravitationspotenzialen und betrachten zum Beispiel die Planeten, die um die Sonne kreisen. Wir können aber auch Körper hernehmen, die um ein schwarzes Loch kreisen, können auch wieder diese Potentialtheorie benutzen. Allgemein muss man sich erstmal einen Ausdruck beschaffen für die Gesamtenergie. Die setzt sich immer zusammen aus der potenziellen Energie, Energie der Lage, und der Bewegungsenergie. Wenn jetzt aber der Körper rotiert, gibt es natürlich nicht nur eine Bewegungsenergie, die in seiner Geschwindigkeit steckt. Das ist das 1/2 mv² oder hier geschrieben als dr nach dt. Die Ableitung, Zeitableitung des Weges ist ja die Geschwindigkeit. Hier haben wir noch einen weiteren Term, nämlich die Rotationsenergie. L ist der Drehimpuls des Körpers, m ist die Masse und r ist wieder der Abstand von dem Zentralobjekt. Wir können jetzt hier ein effektives Potential ableiten, das ist das V', also nur dieser erste Term, und können das auch komplett ableiten für die Schwarzschild-Metrik, also für ein schwarzes Loch, das nicht rotiert. Und es geht jetzt darum, dieses Potential zu diskutieren und herauszufinden, wie nah kann ein Körper herankommen an das schwarze Loch. Wir haben wie üblich in der Relativitätstheorie G und C die Naturkonstanten 1 gesetzt. Deshalb steht hier wieder ein 2m durch r, das heißt, dieser Abstand wird in Einheiten der Masse angegeben. Das Potential für ein nicht rotierendes schwarzes Loch sehen wir hier für verschiedene Körper, die verschieden schnell um das schwarze Loch rotieren. Das heißt, der Drehimpuls L ist unterschiedlich jetzt für die Körper, die um das schwarze Loch rotieren. Haben wir einen Körper, der einen geringen Drehimpuls hat, also langsam rotiert, dann kommt er an das schwarze Loch heran. Und was passiert, wenn wir dieser Linie folgen? Das Potential verläuft hier so, dass es hier keinen Buckel gibt. Das heißt, der Körper fällt einfach direkt in das schwarze Loch hinein. Wenn wir uns die rote Kurve angucken, das ist das andere Extrem, sehr, sehr hoher Drehimpuls.
Man kann sich zum Beispiel beim Sonnensystem fragen, warum fällt der Merkur nicht in die Sonne hinein? Und der Grund ist ganz einfach, er hat eine zu hohe Rotations- und Bewegungsenergie. Das ist der Grund. Und wir sehen hier, also man kann es wunderbar in der klassischen Mechanik, in der Physik ausrechnen, wir sehen aus diesem Potentialverlauf, dass jetzt hier ein Minimum auftritt und dann kommt dieser Buckel. Das heißt, der Körper wird eben genau bei diesem Minimum, kommt er in eine stabile Gleichgewichtslage. Das heißt, das ist auch der Ort, das ist der Abstand, den der Körper dann haben wird und dann gemütlich um das Zentralobjekt rotieren wird. Er kann nicht weiter reinkommen und nicht hineinstürzen, weil er dann hier in diesem Potentialwall, wie man das nennt, reflektiert wird. Und das ist hier die etwas mathematischere Sichtweise, warum der Merkur nicht in die Sonne stürzt. Wir haben hier jetzt aber die Schwarzschild-Lösung und wir sehen, dass wenn jetzt die Rotationsenergie immer geringer wird von dem Körper, dass irgendwann ein kritischer Fall eintritt, das ist die lilafarbene Kurve, wo gerade so noch eine stabile Rotation möglich ist. Wenn man dem Körper ein bisschen weniger Rotationsenergie mitgibt, dann fällt er in das schwarze Loch hinein. Und das ist diese charakteristische Sattelfläche, die man da sieht. Also das ist wie wenn man hier so auf dem Pferd drauf sitzt, ne? Deshalb wie so ein Sattel. Und dieser Radius, der zu diesem speziellen Drehimpuls gehört, also zu dieser speziellen Rotation gehört, das ist der kleinstmögliche Radius, Kreisradius, die kleinstmögliche Bahn. Man spricht da von der Bahn der marginalen Stabilität. ISCO im Englischen ist der Innermost Stable Circular Orbit. Und wenn wir mal schauen, wo der bei der Schwarzschild-Lösung liegt, dann sind das eben hier 6 Gravitationsradien oder eben in der Einheit der Masse 6m. Wenn man es komplett hinschreibt, 6 gm über c Quadrat. Wir hatten ja gesagt, der Schwarzschildradius sind 2 gm über c Quadrat. Das heißt, beim dreifachen Schwarzschildradius, das ist die Stelle, wo gerade noch stabile Rotation um ein nicht rotierendes schwarzes Loch möglich ist. Bei einem rotierenden schwarzen Loch kann man das auch jetzt berechnen. Man kann dieselbe Potentialbetrachtung durchführen für schnell rotierende schwarze Löcher und findet dann einen anderen Innermost Stable Circular Orbit. Der hängt nämlich dann davon ab, wie schnell genau das schwarze Loch jetzt rotiert. Also aufpassen, wir haben einmal die Rotation vom schwarzen Loch, das ist der eine Drehimpuls, und wir haben den Drehimpuls von irgendwelchen Testmassen, Planeten, Sterne, Raumschiffe, die um das schwarze Loch rotieren. Und es hängt eben jetzt davon ab, wie diese Drehimpulse im Verhältnis zueinander stehen, was genau passiert. Also wie gesagt, bei Schwarzschild A gleich 0, der Drehimpuls vom schwarzen Loch verschwindet, also der Kerrparameter A ist 0, da liegt der Innermost Stable Circular Orbit bei 6 Gravitationsradien. Im allgemeinen Fall Schleudersymbol. Das sieht schlimm aus, aber es ist letzten Endes eine ganz einfache Formel, wo man hier Hilfsgrößen eingeführt hat, Z1 und Z2. Wir haben ansonsten nur die Parameter von dem schwarzen Loch, wie schnell rotiert es. Das ist der Drehimpuls, der spezifische Drehimpuls vom schwarzen Loch A und die Masse vom schwarzen Loch M. Und wir können jetzt mal gucken, wenn wir diese kompliziert aussehende Formel mal für den Schwarzschildfall spezifizieren, A ist dann 0, was passiert dann? Wenn A 0 ist, fällt dieser Term weg, dann steht hier die Wurzel aus Z1 Quadrat, das bedeutet Z2 und Z1 sind einfach identisch. Was passiert mit Z1 für A gleich 0? Dieser Term fällt weg, dieser Term fällt weg, da steht 1 plus 1 gibt 2. Hier vorne der Term fällt weg, A gleich 0. Hier steht also auch eine 1, also 1 mal 2 gibt 2 und 2 plus 1 gibt 3. Das heißt, für a gleich 0 wird Z1 3. Wir hatten gesagt, Z2 gibt dann auch 3. Also müssen wir in die oberste Gleichung jetzt einfach für Z1 und Z2 3 einsetzen. Wenn wir das tun,
dann steht hier schon ein 3 minus 3. Dieser Term wird also 0, fällt weg. Der gesamte Ausdruck fällt weg. Das wird 3. Hier steht eine 3. Dann steht hier 3 plus 3 gibt 6. Dann haben wir also genau die 6m wiedererkannt, die wir in dem Schwarzschildfall haben. Das heißt, diese Gleichung reproduziert auch genau den Schwarzschildfall. Das Schöne daran ist, wir können jetzt aber diesen innermost stable circular orbit für alle Extremfälle von einem schwarzen Loch ausrechnen, je nachdem, ob es retrograd rotiert, also gegen den Uhrzeigersinn, beziehungsweise es ist ja im mathematisch positiven Sinn, so ist es eigentlich zu verstehen. Also wenn wir auf dem Nordpol draufschauen auf das schwarze Loch, dann ist eine Rotation im Gegenuhrzeigersinn bedeutet A ist positiv und A negativ bedeutet eine Rotation im Uhrzeigersinn. Und diese Fälle können wir jetzt hier auch einsetzen, also verschiedene Werte für A und damit diesen innermost stable circular orbit auch für rotierende schwarze Löcher bestimmen. Ich möchte jetzt nur diese beiden Extremfälle nochmal hier zeigen. Schwarzschild, A gleich 0 hatten wir gesagt, 6 Gravitationsradien, 6gm über c Quadrat oder wenn g und c 1 sind 6m. Das ist der Schwarzschildradius und beim Dreifachen davon ist diejenige Stelle, wo gerade noch stabile Rotation möglich ist. Was bedeutet das für ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch verschlingt ja Materie. Materie wird da angeschwemmt und die stabile Rotation um das schwarze Loch ist nur an diesem Innenrand der Scheibe gerade so noch möglich. Wenn die Materie noch näher rankommt, kann sie nicht mehr stabil um das schwarze Loch rotieren. Dann muss also entweder hopp oder top, könnte man sagen, entweder stürzt dann die Materie in das schwarze Loch hinein, das schwarze Loch wird dann schwerer, weil es dann Masse gewonnen hat, oder die Materie wird irgendwie herausgeschossen und verlässt den Bereich des schwarzen Lochs. Aber die stabile Rotation, der kleinste Radius, wo das noch möglich ist, liegt eben hier an dem Innenrand. Diese Verhältnisse ändern sich, wenn jetzt das schwarze Loch in Rotation gerät. Hier sehen wir den Extremfall, nämlich größtmögliche Rotation von dem schwarzen Loch. Dann ist A gleich M. Und dann verschiebt sich dieser innere Rand, wo gerade noch stabile Rotation möglich ist, genau auf den Horizont, auf den äußeren Horizont von dem schwarzen Loch. Das heißt, man kann direkt am Horizont noch stabil um das schwarze Loch rotieren, ohne hineinzustürzen. Das Spannende ist jetzt, was hat das Ganze auch mit Astronomie zu tun? Kann man sowas messen? Und genau diese beiden Fälle gibt es wirklich auch zu beobachten. Es wurden ja Röntgenquellen entdeckt, wo man dann sich sicher war, das müssten irgendwie schwarze Löcher sein. Es waren Kandidaten für schwarze Löcher. Und man kann nun aus Röntgenbeobachtungen bestimmen, wie nah die Materie an das schwarze Loch herankommt. Wie kann man das bestimmen? Über die Gravitationsrotverschiebung der Strahlung. Denn je näher die Quelle an das schwarze Loch ranrückt, umso mehr kämpft sie ja gegen die Gravitation vom schwarzen Loch an. Das heißt, diese Strahlung wird gravitationsrot verschoben. Hier ist der Abstand noch etwas weiter weg. Wir gehen jetzt mal davon aus, für die beiden Fälle hätten wir dieselbe Masse vom schwarzen Loch. Haben wir einen größeren Abstand zum schwarzen Loch, dann zieht die Gravitation nicht so stark wie in dem Fall, wo wir näher dran sind. Wenn die Gravitation aber mehr dran zieht an dem Licht, dann wird das Licht auch stärker rot verschoben. Und genau das sieht man auch in Röntgenspektren, die man aufnehmen kann. Was sieht man nämlich in diesen Spektren? Man sieht diese Scheibe leuchten im Röntgenbereich. Jeder Teil dieser Scheibe ist so heiß, dass er Röntgenstrahlung erzeugt, thermische Röntgenstrahlung, also Wärmestrahlung. Und diese Strahlung können wir auf der Erde beobachten. Und nun können die Röntgenastronomen mit ihren FIT-Programmen, da gibt es also spezielle Software, um solche Quellen zu analysieren. Man muss dann irgendein Modell annehmen. Zum Beispiel sagt man, okay, ich nehme mal an, es ist die Scheibe, die hier Röntgenstrahlung abgibt und wir wollen hier jetzt zum Beispiel die Temperatur bestimmen und wir wollen diesen Innenrand der Scheibe bestimmen. Man kann also dann fest verdrahtete Modelle in dieser Software anwenden und kann die Parameter bestimmen. Und dann hat man tatsächlich im Jahr 1995, war das eine Publikation,
mit dem japanischen Röntgensatellit ASKA eine Entdeckung gemacht, dass nämlich genau dieser Fall für eine bestimmte Galaxie erfüllt war. Die Galaxie war eine sogenannte Seyfert-Galaxie, also eine aktive Galaxie, die ist so ähnlich wie ein Quasar, aber nicht ganz so hell. Eine aktive Galaxie mit dem Namen MCG 63015. Und es stellte sich heraus, man kann diese Aktivität von dieser Galaxie nicht mit einem nicht rotierenden schwarzen Loch, also mit der Schwarzschild-Lösung erklären. Man muss solch eine Lösung, die rotierende Lösung, hernehmen. Man konnte nämlich den Innenrand der Scheibe bestimmen und stellte fest, der Innenrand der Scheibe ist kleiner als im Schwarzschild-Fall. Und damit war klar, wenn der Innenrand näher dran rückt, dann muss auch das schwarze Loch rotieren. Und das war einer der ersten Fälle, wo man das dann gemessen hat. Ähnlich ist es mittlerweile, da gibt es also eine ganze Latte von Quellen, die ähnlich gedeutet werden. Es gibt eben einerseits die schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die sowas zeigen, wie in dieser Seyfert-Galaxie. Aber es gibt auch kleine schwarze Löcher, die ungefähr so 10 Sonnenmassen schwer sind, in Röntgendoppelsternen. Auch in diesen Röntgendoppelsternen bilden sich Scheiben aus. Und auch hier kann man wieder diesen Innenrand bestimmen. Und da stellt sich auch heraus, das kann man nicht verträglich erklären mit einem nicht rotierenden schwarzen Loch. Auch hier muss das schwarze Loch rotieren. Typischerweise liegen die Drehimpulsparameter tatsächlich auch jetzt nicht bei M, sondern bei 90%, 95%, 99% von M. Das bedeutet, diese schwarzen Löcher rotieren typischerweise sehr, sehr schnell am Limit, am physikalischen Limit. Und das ist eine wichtige Evidenz von verschiedenen Röntgenquellen, die ich nochmal hier ergänzen möchte.